Hallo da draußen und willkommen zurück zu Tomb Raider 2 Revised. Ich weiß nun, wie es weitergeht und Leute, das ist gemein. Das ist hundsgemein. Moment, wir haben ohne Schaden überlebt, das ist schön. Dieses Level ist halt sehr, sehr dunkel. Ich meine, das muss ich euch nicht sagen. Ihr habt Glück, wenn ihr überhaupt etwas sehen könnt. Und hier in der Dunkelheit, von hier aus erreichbar, glaube ich, ist ein Hebel. Da. Ich meine, was zur Hölle? Was zur Hölle? Das ist so hundsgemein. Ich kann es gerade gar nicht fassen. Ich meine, keine Ahnung. Was hätte man... Man muss ja auch konstruktive Verbesserungsvorschläge geben. Irgendwie eine Fackel in die Nähe des Hebels, sodass er halt sichtbar ist. Weil ich finde halt die Lösung eines Rätsels, gerade wenn sie schon so versteckt ist... Wenigstens, wenn man direkt drauf guckt, sollte man sie sehen können. Aber hier, ihr seht das, da ist nichts. Da ist einfach nur die Dunkelheit. Deshalb, ja, nicht so beeindruckt davon. Aber von diesem Sprung gerade, der war echt nicht schlecht. Wenigstens haben wir Fackeln. Und hier müsste sich dann jenes Item befinden. Ups, böser Bube. So, wenn das hier wie in Tomb Raider 2 ist, dann werden wir jetzt gleich sowieso unsere Waffen verlieren. Deshalb ist es vielleicht nicht so schlimm, wenn wir nicht allzu sparsam mit der Munition sind. Hier sollte noch ein zweiter Typ kommen. Er kommt auch. Das ist also wie in Tomb Raider 2, dieser Raum. Oh Gott. Ich habe sehr viel Leben verloren, unnötigerweise. Aber er hat ein Medipack dabei. Gut so. Tjo, Leute. Ich werde außerdem... mal gucken, dass ich immer eine Fackel draußen habe, weil die Außenbereiche dieses Levels halt, ja, wie schon gesagt, richtig dunkel sind. Innen geht's dann, habe ich gehört. Aber außen ist es halt richtig dunkel und Dunkelheit ist natürlich atmosphärisch, aber... ja. Zumindest an dem Hebel hätte ich mir sowas wie eine, sowas wie eine Lampe gewünscht. Fun Fact, in Tomb Raider 2 wäre ich jetzt nicht runtergefallen. Ups, so kommt man da nicht hin. In Tomb Raider 2 wäre ich nicht runtergefallen. Nee, so geht das nicht. Wie bin ich nochmal da hingekommen? Jetzt habe ich es ganz vergessen. Es war nicht über einen Sprung, oder? Nee, das ist unmöglich. Dann war es vielleicht... Ah ja, ich weiß es wieder. Hier. Genau. Hierüber kam man doch dahin, oder? Komm schon, Entwicklerlein. Gib mir wenigstens diesen kleinen Erfolgsmoment. Dieses vorübergehende, kurzlebige Gefühl, etwas richtig zu machen. Ja, danke. So. Über die Stacheln hinweg. Gut, das war jetzt nicht so gut. Dann möchte ich das Ganze ein bisschen anders angehen. Das geht auch nicht. Wir müssen nur dran vorbeikommen irgendwie. Mann! Okay, man muss durchlaufen. Ich denke, so viel kann man mittlerweile sagen. Man muss halt einfach durchlaufen. Wie gesagt, gehen, damit man von Stacheln keinen Schaden bekommt, geht in Tomb Raider 2. Genau, in Tomb Raider 2, aber nicht in diesem Custom Level. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wofür war der Schlüssel? Wo war die verschlossene Passage? Gab es eine verschlossene Passage? Ah, ja, stimmt. Der Schlüssel war ja unten für... Ach. Verwechslungsmarkolein. Ich habe jetzt wieder an Tomb Raider 2 gedacht. Das ist echt schlimm. Aber hier. Hier war der... Hier mussten wir einen Schlüssel haben. Für diese unsichtbare Tür. Nein. Dann war es wohl doch nicht hier.
Vielleicht hier oben weiter? Irgendwo? Irgendwie? Irgendwann? Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Genau, das ist die Tür, aus der wir kamen. Da haben wir den Schlüssel geborgen. Okay, es gibt keine Tür für den Schlüssel. Zumindest nicht hier. Das ist problematisch. Oh, da vielleicht? Ich meine, ich klammer mich hier gerade an Strohhalme, aber... Ja, da ist die Tür. Okay. Okay. Und sie gibt mir... Bisher nur Dunkelheit. Ein Zielfernrohr. Alles klar. Mit... Oh Gott! Ja, war gemein platziert. Hier kann man gar nicht ausweichen. Mit diesem Zielfernrohr müssen wir jetzt die Glocke weiter hinten abschießen. Also nochmal den Weg rauf, weil wir ihn heute noch nicht oft genug gesehen haben. Und dann sind wir endlich im Opernhaus. Mein Gott, dauert es lang, überhaupt mal reinzukommen. So, zurückerinnern, es war hier rum. Ja, und sonst so muss ich sagen, dass ich trotzdem, obwohl das jetzt so ewig gedauert hat, den Außenbereich ziemlich cool finde. Vor allem visuell macht das schon einiges mehr her als das Tomb Raider 2 Original. So, hier durchlaufen. Ach ja, der erzwungene Schaden, er wird immer mehr. Nicht so wirklich, er wird nur deshalb mehr, weil ich hin und her laufen musste. Jetzt sag mir bitte, dass das so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Ja, hier wäre es dann wahrscheinlich ein Problem gewesen, wenn wir... Damit habe ich nicht gerechnet. Hier wäre es wahrscheinlich ein Problem gewesen, wenn wir unsere Automatikmunition schon ausgegeben hätten. Wie gemein war denn dieser Stain? Gemeiner Stain. Es ist ein gemein Stain. So, pass auf, jetzt mache ich das voll skillig nämlich. Und tschüss, Stein. Tschüss, Marco. Okay, hier ist dann alles wie gehabt mit der Leiter und wahrscheinlich gleich mit der Sprungpassage. Ich hoffe es zumindest, dass sie genauso ist wie in Tomb Raider 2. Dann werden wir das jetzt im ersten Versuch packen. Ja, sie ist schon anders. Ich musste mich umgewöhnen und bin jetzt hier auch runtergefallen. So. Da wäre noch ein da wäre noch ein Stein gewesen, falls man da hinten drauf tritt. Und hier jetzt wahrscheinlich Raum voller Gegnerlines, oder? Ja. Irgendwo zumindest. Da waren zwei Hunde. Erde.
Es liegt nicht an der Aufnahme übrigens. Das hier ist so arschdunkel. Aha. Keine Sorge. Aber wir haben ja Fackeln. Die sind ja nicht ohne Grund hier, wie ich feststellen musste. So, wir haben diesen Bereich. Laufen mal kurz drumherum. Aber ich denke mal, es gab keine Neuerungen. In dem Fall müssen wir jetzt einfach diesen tollen Sprung machen. Und gut, hier gibt es jetzt eine Falltür. Ich glaube, in Tomb Raider 2 ist man einfach runtergefallen. Also, da war halt einfach Weg nach unten. Hebel! Der öffnet diese Falltür. Ich frage mich, ob der Skip aus Tomb Raider 2 wohl funktioniert. Nicht, dass ich ihn benutzen will, aber nur rein theoretisch. Puh, wieder viel Leben verloren. Wie viele Medipacks haben wir noch? Ein kleines. Muss reichen, muss reichen. Damit der Skip funktionieren würde, müsste es hier jetzt runter zu Stacheln gehen. Aber da ist ein Gitter drauf. Okay, das heißt, der Level-Ersteller war sich des Skips bewusst und wollte ihn bewusst verhindern. Was ja, wie gesagt, auch durchaus valide ist. So ein ikonischer Raum einfach. Ja, das ist das Gitter links von mir. Wir müssen im Level eine Sicherung hierfür finden, die wir dann einsetzen. Was genau die Sicherung nochmal für einen Effekt hatte, weiß ich gar nicht mehr. Ist halt länger her, dass ich das Level normal gespielt habe. Gehst du auf? Nicht so einfach. Komm schon, der Stein war ja nicht mal mehr am Rollen. Was soll denn das? Was rollt denn das? Ja, hier sind zwei Steine sogar. Da ist der Rückweg. Hier geht's nicht hoch. So, hier ist, wie gesagt, verschlossene Tür, die wir nicht öffnen können. Ah, das ist der Knopf. War aber nicht für die Tür. Irgendwas da oben? Ah, okay, wir haben jetzt hinter uns praktisch das Portal wieder geschlossen und können deshalb hier hin. Und so sah es vorher aus, damit man nicht hier hin kann. Okay. Ups. Gut, das war nicht so gut. Frage ich mich natürlich, ihr müsst es mir verzeihen, aber ich frage mich, ob der Kurvensprung weiter möglich ist. Aber ich glaube, da ist eine unsichtbare Wand vor. Cool. Okay. Selbst daran hat er gedacht. Und hier geradeaus? Das wäre zu weit. Alles klar. Gut. Ich musste es einfach in Erfahrung bringen gerade. Wir haben eine 2. Hier geht's wieder raus. Puh, balancieren. Yay. Meine Lieblingsbeschäftigung. Aber wie cool, dass man hier über einen Außenbereich balanciert.
Puh. Kommt schon. Ja gut, der Entwickler mochte Balancierseile. Er mochte sie wirklich sehr. Sie geht gerade keinen Schritt weiter. Lara, bleib mal gerade, bitte. Bitte. Bitte tu das für mich. Direkt speichern. Okay, wir müssen, selbst wenn das jetzt falsch war, wenn wir hier noch nicht hin müssen, müssen wir auf keinen Fall nochmal diesen Knopf betätigen. Diese Balancierseile machen, das ist schön. Warte mal, der ist doch gespawnt, als ich da reingegangen bin. Dann würde ich vorschlagen, wir gehen einfach nicht da rein. Ja. Der spawnt halt wirklich jetzt. Cool. Sorry, Le 5 FPS Glitch. Da wäre anscheinend auch noch was zum Einsetzen gewesen. Hier oben ist nichts. Okay, kurz gesagt, wir sollen hier noch nicht sein. Also beziehungsweise dürfen schon hier sein, aber hier ist halt noch nichts für uns. Alles klar. Das ist also dieser Abschnitt. Aufzugsschacht sollte ich mir vielleicht merken. Die Fackel, damit kann ich jetzt noch nicht interagieren. Vielleicht muss ich die gleich in Flammen setzen. Anzünden, damit sich irgendwas öffnet. Und auch diese Tür öffnet sich nicht mehr automatisch. Das war nämlich, glaube ich, so in Tomb Raider 2. Tomb Raider 2. Du bist auch eine Tür. Medipack, yay. Ja, wir haben nichts mehr zum Heilen. Bis auf das große Medipack natürlich. Kamen hier nicht Steine in Tomb Raider 2? Ja. Okay. Die hier öffnete sich, glaube ich, auch automatisch. Das ist hier ebenfalls nicht der Fall. Und es geht weiter zu dem Balkon. Aber das erst in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.